Anfang des Jahres begeisterte uns Jochen Brümmer mit einer Erfindung für seine Frau Annemarie. Beide teilen die Leidenschaft fürs Skifahren. Schon vor mehr als 30 Jahren hat der Tüftler für das gemeinsame Hobby einen Skilift aus einem alten Trabant gebaut. Da ging es eine lange Wiese runter, vielleicht 200, 300 Meter. Und da mussten wir immer hoch und runter. Ja, vor allem die Kinder haben genölt. Und die Kinder haben dann angefangen zu nölen, dass sie wieder hochtrampeln mussten. Und da habe ich gedacht, wenn es denen langweilig wird, müssen wir die hochziehen. Er funktionierte das Vorderrad des Trabis zur Seilwinde um und konnte damit die Familie den Hang hinauf befördern. Weißt du, was wir jetzt machen? Seit einem Verkehrsunfall vor 2 Jahren sitzt Annemarie im Rollstuhl. Der Tüftler wollte damals das gemeinsame Hobby nicht aufgeben. Aber einen Rollstuhl im Schnee zu bewegen, ist ein echtes Problem. Jochen Brümmer suchte in seiner Werkstatt nach einer Lösung. Deshalb kam bei mir der Gedanke auf, ein paar Skier unter ihrem Rollstuhl zu bauen und ihr wieder die Schönheit des Winters gerade in diesem Jahr zu zeigen. Der Tüftler nimmt ein paar alte Abfahrtski und montiert Metallschienen aus dem Baumarkt darauf. In diesen Halterungen will er die Räder des Rollstuhls befestigen. Damit der Rollstuhl nicht unkontrolliert davonfährt, baut er aus einem Winkel und einer alten Matratzenfeder eine Bremse. Das kann man dann hier runtertreten und der Winkel rastet im Schnee ein. Die umgebauten Skier montiert er mit wenigen Handgriffen am Rollstuhl. Mit einfachen Schrauben befestigt der Erfinder die Schienen an den Speichen der Räder. So, damit hätten wir das Vorderrad fixiert. So wird der Rollstuhl zum Schneemobil und der Erfinder hat wieder eine Idee umgesetzt. Ich kann meine Frau, also die Annemarie, jetzt normal schieben. So, das geht wunderbar. Aber ich kann, wenn es so eine schöne gerade Strecke ist, mich auch draufstellen und kann einfach so rollern. Und wenn es bergab geht, stoppt die selbstgebaute Bremse den Rollstuhl. Auf einer nahegelegenen Anhöhe gehen Jochen und Annemarie regelmäßig spazieren und dank der Erfindung auch wieder Skifahren. Wir haben schon viel unternommen. Es ist wirklich sehr, sehr, sehr schön. 50 Kilometer haben wir. Sind auch noch nicht einmal umgekippt. Und auf geht's. Auf gerader Strecke sieht das mühelos aus. Und die beiden trauen sich sogar auf kleine Abfahrten. Und das ist super, berg runter. Das haben wir schon gemacht. Geht zur Seite, weg, 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 weg. Wir kommen an. Der Rollstuhlschlitten, wie die Brümmers ihn nennen, erntet immer wieder neugierige Blicke. Wir haben schon alles Mögliche auf Skiern gesehen, aber noch keinen Rollstuhl. Ich brauche bloß einen Schieber. Ich will nur tauschen, denn das ist Skien und ich dann. Aber er darf auch ab und zu mal Ski fahren. Also so ist es nicht. Bastlern, die die Idee nachbauen wollen, stellt Jochen Brümmer weiterhin seine Anleitung zur Verfügung. Inzwischen hat der Tüftler an den Skiern Verstärkungen eingebaut, damit der Rollstuhl noch besser die Spur hält.